Wir sind frisch angekommen in Blütenburg City und schauen uns jetzt einfach mal in der Stadt um. Ein bisschen erkunden, schauen, was es hier gibt. Ne, neue Ortschaft und so. Hier ein Pokémon-Markt, der hoffentlich mehr hat als nur Pokebälle. Nehmen wir an, du hättest 6 Pokémon im Team. Wenn du jetzt ein weiteres fängst, wird es automatisch in das Pokémon-Lagerungssystem gesendet. Das von Bill oder von Lara oder wie ist das? Na hallo? Nicht schlecht, ja, das war ein guter Kampf. Danke. Du kannst mich jederzeit ein weiteres Mal zum Kampf herausfordern. Ich freue mich schon sehr darauf, dich und dein Team wiederzusehen, wenn ihr stärker geworden seid. Vielen Dank. Ab jetzt lege ich jeden Tag eine extra Stunde Training ein, bis zu unserem nächsten Kampf. Arenaleiter Norman, ich habe viel von Ihnen gelernt. Vielen Dank für alles. Na, wenn das mal nicht LP Markus ist. Es gibt jetzt keine Autogramme. Dann ist mit dem Umzug alles glatt gegangen. Aber was stehen wir eigentlich hier draußen herum? Lass uns in der Arena in aller Ruhe miteinander reden. Mir nach, LP Markus. Machen wir glatt, gehen wir mal rein. Das ist auch mal ein tolles Element in dieser Pokémon-Generation, in dieser Region. Der Vater ist ein Arenaleiter. Sag mal, hast du es etwa alleine bis hierher geschafft? Wow, ich bin schwer beeindruckt. Hey, dann hast du schon ein Pokémon-Team. Na, dann ist die Sache klar. Du willst bestimmt in meine Fußstapfen als Trainer treten, habe ich recht? Na, bin ich schon mal gespannt. Entschuldigung, ich hätte gern ein Pokémon, Wer? Oh, du bist Heiko, nicht wahr? Ja, genau. Ich ziehe ab heute für eine Weile zu meinen Verwandten nach Wiesenflur und ich hätte gern ein Pokémon als Begleiter. Sie wissen nicht, wie ich damit... Sie wissen schon, damit ich mich dort nicht so einsam fühle. Aber ich habe leider noch nie ein Pokémon gefangen. Ich weiß noch nicht mal, wie das überhaupt geht. Aha, verstehe. Hast du das gehört, LP Markus? Hilf Heiko doch bitte dabei, ein Pokémon zu fangen. Hier, Heiko, ich leihe dir eins von meinen Pokémon. Heiko hat einen Zickzacks erhalten. Oh wow, ein Pokémon. Und diese Pokébälle kommst gleich noch dazu. Gib dein Bestes. Heiko hat einige Pokébälle erhalten. Wahnsinn, dankeschön. Du heißt LP Markus, nicht wahr? Ich würde mich sehr freuen, wenn du mir bei meinem ersten Fang etwas um die Schulter schauen würdest. Aber fühl dich bitte auch nicht dazu gezwungen. Ich gehe schon mal voraus. Ah, der Heiko hier, der Heiko. Grüne Haare sind in! Hoffe ich. LP Markus, Pokémon schenken sich im Grund krass wie diesem hier, stimmt's? Bitte bleib kurz hier und sag mir, ob ich beim Fang auch alles richtig mache. Wow! Was hast du? Ein Radfratz? Nee, die gibt's ja noch nicht mal. Na, das ist ganz genau ein Trassler. Gucken wir mal, ob er alles richtig macht. Er wählt ja selbst aus, er überlegt ja selbst, was zu tun ist. Mit einem Level 7 Zickzacks, das ist ja... unmenschlich, das ist ja der Wahnsinn! Angriff sinkt. Nicht schön. Oh, muss ich mir zugucken, die ganze Zeit, wie er da rumtackelt oder was? Kannst jetzt einen Ball werfen und lass es klappen, komm schon. Na gut, kann man nichts sagen, in jedem Pokémon-Spiel wird irgendwie erklärt, so ein bisschen verdeutlicht, wie man Pokémon fängt. Ja. Klar, die meisten von uns sind Pokémon-Veteranen, ich bin auch seit 1999 seit Pokémon Rot und Blau dabei, aber... ja, es gibt halt viele, die... Jeder hat mal irgendwann angefangen. Nicht jeder mit Rot und Blau, manche mit Gold, manche mit Rubin, manche mit Diamant, manche erst mit Schwarz und Weiß. Ja, oder noch später, manche erst mit X und Y. Es wird auch welche geben, die werden erst mit Omega, Rubin und Alpha Saphir anfangen. Ja, wird's geben, so ist es einfach. Und deswegen Tutorial? Muss sein, kann sein, ist gut. Ich hab's geschafft, das gehört mir, mein eigenes Pokémon. Dankeschön, LP Markus, lass uns zurück zur Arena gehen. Was du nicht sagst. Warum bittet man einen Arena-Leiter? Geht doch zu Professor Birk rüber. Und hat alles geklappt? Ja, wunderbar. Ich gebe Ihnen Ihr Pokémon zurück. LP Markus, vielen Dank für deine Hilfe. Alleine hätte ich dieses Trassler nie gefangen. Ich werde mich gut darum kümmern, Ehrenwort. Ach ja, ich möchte mir doch irgendwie erkenntlich zeigen. LP Markus, darf ich mal kurz den Pokémon hinter mir haben? Und fertig. Heiko, dein Pokémon-Multinavi erweitert. Ich kann mir nicht die Nase zuhalten und auch ein Trainer braucht mal Luft. Die Funktion Spielnavi wurde hinzugefügt. Mit dem Spiel?
Kinder, wie kannst du deinen Pokémon kraulen und besondere Trainingssektionen unterziehen? Über das PSS kannst du außerdem mit Freunden Pokémon-Kämpfe austragen und noch viel mehr. So stand es zumindest in meinem Buch. Ich habe mich darauf gefreut, endlich Zeit mit Pokémon verbringen zu können, dass ich mich über die Funktion des Pokémon-Multitaps schlau gemacht habe. Hehehehe, wie lustig. Drassler und ich werden immer uns das Bestes geben. Ich hoffe, es geht auch von dich, LP Markus. Wie spät ist eigentlich? Meine Mama wartet bestimmt auf mich. Ich muss nach Hause. Bis bald, der Redner, der Norman und LP Markus. Ich bin schon gespannt auf seinen Werdegang. Aber jetzt uns, Törtchen. Ich habe Törtchen gelesen. LP Markus, wenn du ein guter Trainer werden willst, hör auf meinen Rat. Nicht weit von hier befindet sich eine Stadt namens Metaros City. Dort solltest du als nächstes hin und die Arenaleiterin Felicia herausfordern. Danach besuchst du die anderen Pokémon-Arenen und versuchst, die jeweiligen Arenaleiter zu besiegen. Für jeden besiegten Arenaleiter erhältst du einen Orden. Ich bin natürlich auch ein Arenaleiter. Eines Tages werden wir also gegeneinander kämpfen. Aber vorher musst du noch um einiges stärker werden, LP Markus. Ja, dann fange ich doch direkt damit an. Na gut, 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 gut. Ich wollte eigentlich die Stadt erkunden. Nerv mich doch nicht so. Zu mir? Oh ja. Das war schön damals, was man sich so gespiegelt hat. Das war auf dem GBA eine interessante Neuerung. Hier fällt es nicht ins Gewicht. Mein Gesicht spiegelt sich im Wasser. Ein schimmerndes Lächeln der Hoffnung. Oder das Ausdruck düsterer Stille, an dem die Angst nagt. Das siehst du in deinem Spiegelbild. Man soll da nicht so viel reininterpretieren, mein Freund. Hallo. Ich möchte auch mit Pokémon auf Abenteuerreise gehen, sich durchs hohe Gras schleichen, steile, zerlüftete Berge erleben, das tosende Meer überqueren, dunkle Höhlen erforschen und manchmal ein wenig Heimweh haben. Reisen muss einfach toll sein. Ach, da sitzt er. Ich sehe die NPCs ja gar nicht mehr so richtig. Reisen ist einfach wundervoll. Als ich noch jung war, waren die See und die Berge mein Zuhause. Und jetzt ruft das Altersheim. Tja, so läuft's im Leben. Gleich noch was anpflanzen, bestimmt. Und ich mache hier nochmal ganz kurz Hausfriedensbruch. Ich bin nochmal einmal gegen Norman angetreten. Wow, war der stark. Wie soll ich sagen? Ich hatte den Eindruck, er lebt für seine Pokémon. Norman ist unser neuer Arena-Leiter. Ich glaube, er ist mit der Familie aus der Johto-Region hierher gezogen. Das habe ich mich echt schon gefragt. Die ziehen ja nach Höhen und habe ich mich gefragt, aus welcher Region? Ich dachte, das wird ja nie beantwortet, aber okay, da wurde es beantwortet. Die kam also aus Johto. Gut, was haben wir hier? Heikos Haus. Das gehört nur ihm. Heiko und seine Familie. Na? Ach, du bist LP Markus. Danke, dass du dich vorhin um Heiko gekümmert hast. Heiko war schon seit frühester Kindheit immer sehr gebrechlich. Deshalb soll er für eine Weile bei meiner Familie in Wiesenflur zur Kur gehen. Die Luft ist einfach um Welten besser als hier. Du möchtest bestimmt mit Heiko sprechen, oder? Er ist leider schon unterwegs nach Wiesenflur. Frage mich, wie er weiter auf seine Reise inzwischen gekommen ist. Ich setz mich immer. Ja. So. Heiko war überglücklich, als er uns erzählt hat, dass er ein Pokémon gefangen hat. Ich habe ihn schon seit Ewigkeiten nicht mehr so strahlen sehen. Er hat's einfach drauf. Ein Drassler ist ja auch ein ordentliches Pokémon. Kann man nichts sagen. Hübsch hat das hier. Warum haben die alle ihre Fernseher vor der Treppe? Also ist mir aufgefallen. Einmal gegen Fernseher, wenn der umfällt, dann fällt er direkt die Treppe runter. Haha. Gut. Dann gehe ich mal weiter hier, ne? Route 104. Die Welt ruft. Oh, nein, ich bin kein Trainer. Aber wenn sich die Blicke zweier Trainer treffen, fliegen augenblicklich die Fetzen. Deshalb solltest du den Blicken anderer Trainer besser ausweichen, wenn du nicht kämpfen willst. Da kenne ich mich da auch damit. Oder die Fußspuren. Auf dem GBA war das eine geile Neuerung. Spuren im Sensor hinterlassen ist total lustig. Deswegen sagt er das auch. Einfach weil das war richtig was Neues, als es kam. Ja, lacht mich aus. Es ist halt so gewesen. Habe ich Pfiffchen? Nee. Ach, ich habe mein Pokémon nicht geheilt. Ich kam doch aus dem Pokémon Center. Was habe ich da gemacht? Camping? Naja, was soll's. So, was übrigens diese ganzen Sachen angeht am Anfang des Pfiffchen. Wir können immer andere Attacken lernen. Also der hat Feuerzahn, es gibt auch Eiszahn und Donnerzahn. Ich glaube, das hängt von dem Starter ab, den man nimmt, aber ganz sicher bin ich mir da nicht. So, Samurzel ist jetzt kein Problem, wir werden auch nicht baden gehen, aber keine Sorge. Oder? Man kann immer noch überrascht werden, ne? Von Fridolin. Er hat einen Schwalbini. Auf Level 6. Gut, dann Lehmschelle bringt nichts, ne? Ja, unser Hydropikan Lehmschelle.
Es hat es einfach drauf. Und trotzdem Aquaknarre natürlich. Nee, Lebensschelle dürfte nicht funktionieren, weil Boden, Flug und so, ne? Und tschüss, Mann. Aber Schwalbini sieht ja echt nice aus. Oh, meine Schuhe sind voller Sand, das ist ziemlich unangenehm. So. Naja, was mir in dieser Region auffällt, man hat so viele Städte, wo nichts gemacht werden kann. Bis in Wurzelheim. Dann bist du in Blütenburg City. Nee, war das. Nee, das war auch schon die dritte Stadt, ne? Da vorher war auch schon eine. Wo nichts war. War das Metaros City? Ja, ich hab keine Ahnung, jetzt komme ich durcheinander. Da gab's keine Arena. Hier gibt's zwar eine Arena, aber das eigene Vater und er will nicht. Whatever, ne? Erst im vierten Ort gibt es erst eine Arena. Bedenklich. Na gut, meistens ist es der dritte Ort, wenn man den Anfang mitzählt. Ja, was ist mit dir? Nicht kämpfen? Ach, du gibst nur Tipps. Streber! Hier ist was? Kii! Warte mal. Ha! Blendet euch halt den Unter. Ach so. Ja, was soll's? Was soll's, diese Sachen, die. Das sehe mich jetzt nicht so brachial, wenn wir jetzt mal hier unten durchswitchen. Gut, dann kann man alles ganz schnell erreichen. Mit unserem Bildschirm. Ja! Aber weiter. Mein Pokémon ist völlig erschöpft. Hätte ich doch nur einen Trank mitgebracht. Willst du ihm einen Trank geben? Na gut. Was ist das etwa für mich? Vielen Dank, dass du für uns so nett. Ich will dich heiraten. Danke nochmal, mein Pokémon ist wieder topfit. Das war total nett von dir. Ah, also hat es höchstens 20 KP, ja? Hm? Meine kleine Pekko ist heute besonders gut gelaunt. Ah, hallo. Das ist Pekko. Können wir uns schon mal merken. Hab's auch hübsch eingerichtet. Betten habt ihr alle nicht, ne? Ihr schlaft alle auf dem Boden. Hat Stil. Aber wir haben noch keinen Surfer. Das ist auch schon mal Fakt. Komm schon, noch eine Herausforderung. Ah, in der Hütte lebt Mr. Prack. Aber einst ein stolzer Seemann, der jedem Unwetter trotzte und nie Angst vor dem Meer hatte. Aber du, das Meer war's? Würde zu gerne wissen, wie es auf dem Meeresgrund aussieht. Und du, hab ich dich schon oder bist du ein Frischer? Du musst eigentlich frisch sein. Ich wollte nicht meine Trainer. Oh, sind alle weggeflogen. Gut, ich gehe meinen Weg. Tapfer wie ich bin. Und sammel Beeren ein. Erdbeeren, Himbeeren, Eisbeeren. Alles. Braunbeeren. Nachdem ich immer wieder derselben Pokémon-Art begegnet bin, ist die Suchfunktion meines Pokédex-Navis präziser geworden. Ich habe öfter seltenere Pokémon getroffen. Also hat man sich schon was einfallen lassen, ne? Für... Ach, ich bin so doof. Einfallen lassen dafür, wenn man die 100% sammeln will. Ich bin reich und damit gerade langweilig ist, bereite ich dir eine Freude und kämpfe mit dir. Immer diese reichen, hochnäsigen YouTube-Partner! Schnösel René. Ey, du Schnösel, ey. Da kommt er an mit dem Zickzacks. Also, weißt du. Da kommt er an mit dem Zickzacks. Aber das Level 8, nicht schlecht. Wird schon nice, wenn wir das hinkriegen. Senkt meine Verteidigung. Und warum kann ich nicht machen? Ich mach mal Jaula. Einfach nur, wenn du mit Statusveränderung kommst und mir deinen Hinterteil zeigst. Schwein. Regakro. So, da haben wir das mal wieder ausgeglichen. So, jetzt Feuerzahn. Auf ihn. Ich hätte gern das Pfiffchen mal noch eine alternative Attacke gelernt. Ich fürchte fast, das wird's einfach nichts. Naja, das war ein Volltreffer auch noch. Naja, komm, wir wechseln das Pokémon lieber. Dann haben beide was davon. Dann freuen sich beide. Und ich muss nicht einen unnötigen Tod erleiden. Können aber unsere Tränke erstmal loswerden, glaube ich. Pfiffchen heilen und so. Natürlich eine Taktik, die man machen kann, gerade auf dem Level, Routenschlag, immer sehr beliebt und bekannt und toll und yeah, Kreischkrüll ausflip.
Das Tick-Zack ist aber auch provozierend, oder? Guck mal, mein Hintertür. Leck mich doch am Schweif. Der ist nicht schlecht auf Level 8. Top-Genesung! Nicht so Trank oder allerhöchstens Supertrank, nein. Top-Genesung! Nicht Top-Trank, nicht Hypertrank, nein. Top-Genesung! Ja, nee. Ist da. Können wir das? Ich hab mich über das Zickzacks lächerlich gemacht und es wird jetzt auf Bahn gehen, aber. Es hätte schon ein bisschen was ausgehalten. Na komm, Top-Genesung. Ich war für ein Level 8 Pokémon, voll die Verschwendung. Jetzt machst du Top-Leber ohne Ende, ja, ja. So siehst du aus. Und beide kriegen ein Level Up. Sandwirbel, na gut. Warum konnte ich nicht gewinnen? Ja, er hat ja das Geld, er ist ja ein reicher Schnösel, er ist ja ein reicher Schnösel, er hat das Geld, er braucht es nicht. So, ich werde mal, warte mal, Trank, ich muss mich im Beutel noch ein bisschen zurechtfinden, der sieht ja ganz anders aus, merke ich jetzt so richtig. Medizin, wird man schon. Komm, da habt ihr. Nein, da, perfekt. Alles cool. Dann gehen wir jetzt mal in den finsteren Wald hinein. Blütenburgwald, ey, die Musik. Dieses Dong, Dong, Dong. So, guck ich mal. Ich habe eine Menge Pokémon gefangen. Bühne frei, hier kommen meine Käfer-Pokémon. Irritiert mich ehrlich gesagt so ein bisschen mit den, mit den Pokémon, die ihre Schwänze aus dem hohen Gras präsentieren. Wumpel, yay! Los, Fiffchen. Ich bin ein Waumpel-Freund, aber ich nehme doch keins ins Team. Unter anderem, weil man an so einem Käfer-Pokémon noch nicht lange Spaß hat. Das entwickelt sich einfach zu schnell auch. Ey, hat er überlebt? Es kommt jetzt ein bisschen plump und stupide rüber, aber Fiffchen kann ja nur eine Angriffsattacke momentan. Das ist Feuerzahn. Sehr effektiv, deswegen ganz gut. Aber wir haben auch nichts Alternatives zur Auswahl, ne? Wir haben Jauler und Sandwirbel, ne? Möchtest du mal sagen. Aber der Feuerzahn, der ist richtig cool hier. Finde ich gut, dass jetzt ein Wald kommt. Heute bleibt die Küche kalt, wir gehen in den Blütenburgwald. Sehr effektiv. Würde mich auch mal freuen, wenn du mit einmal weg wärst. Sehr gut. Tada, wird aber keine weitere Attacke lernen, weil das ist selten, zweimal hintereinander. Und jetzt kommt völlig überraschend ein Wumpel. Ja. Euch mal reinziehen hier, abchecken, ein Wumpel. Ist doch gut. Sammeln wir ganz schnell EP. Ich habe all diese Pokémon, aber konnte trotzdem nicht gewinnen. Kannst noch 20.000 Wumpel mehr fangen. Aber dann haben die die Schädlingsbekämpfer, die haben da keine Arbeit mehr, wenn du so weitermachst. Rarb. Ich finde nichts, ich sehe nichts. Ist denn dieser Wald aufgebaut? Er ist so ähnlich wie Vertania-Wald, ne? Eigentlich schon irgendwie. Ach, hier geht's auch wieder raus. What the F? Muss man mal angucken, wo ich hier rauskomme. Er versucht, das Pokémon eines anderen zu stehlen, ist ein gemeiner Dieb. Wirft deine Pokébälle nur wilde Pokémon? Ist klar, Schätzchen. Komm mal, Pokéball. Für lau. So, da springe ich jetzt gefälligst nicht runter! Egal. Lass mich durch. Irgendwo ist wieder jemand aufgetaucht. Hab ich aber jetzt nicht erblicken können. Wir müssen in den Wald. Hallo? Wow, wow, wow. Und du willst nicht, ne? Manchmal liegen auf dem Boden Dinge herum, die auf einem Anhieb gar nicht auffallen. Deshalb schaue ich immer mir ganz genau an, wo ich hintrete. Ich nicht. So, ich war schon richtig. Ich war schon richtig. Mew? Oh mein Gott, ein wildes Mewtwo! Wir sind ja nicht bei Bloody Platin. Nee, ich will auch keinen Wumpel einfangen. Wir werden auch keine Pokémon einsammeln, weil wir nichts anderes übrig haben. Die einzige Frage, die sich mir stellt, habe ich denn eigentlich genug AP? Für Feuerzahn. Da muss ich mal drauf achten, nicht, dass ich hier einen Wumpel nach dem anderen abbeiße.
und dann am Ende nichts davon habe. Wer bist du denn? Fehleranzeige. Hallo, hast du hier in der Gegend zufällig irgendwo ein Knilz gesehen? Ich liebe dieses Pokémon. Was zum... Wer ist... Keine Ahnung, wer das ist. Wir erfahren es im nächsten Part. Daumen hoch nicht vergessen und bis dann und ciao.